Na, da schiebe ich gleich noch mal einen hinterher. Da haben wir ein bisschen was zu gucken. So, ich habe jetzt hier das Clapton Coil, wieder ein Dual Coil Clapton Coil verbaut an meinem Euphrat. Und statt der Watte habe ich jetzt mal wieder nach langer, langer Zeit die Reste verwendet. Und zwar ist das ja eine Glaswolle-Schnur. Und das hatte ich jetzt letztens in einem amerikanischen Video gesehen. Also die Amerikaner für diese Trickdampfer mit Ringe machen, Schiffe, Herzen und, ne, wisst ihr ja. Und wie heißen sie? Na, sag mal schnell. Die machen ja sogar Quallen aus den Ringen mit Tentakeln und alles. Also die verwenden gerne noch eben diese Glaswolle-Schnur. Und die Glaswolle-Schnur, die war ja vor Jahren Referenz für die kleinen Kartomeiser. Ich habe sogar noch einen da, den will ich euch mal zeigen. Ups. Also hier liegt die Glaswolle-Schnur drin. Und diese Glaswolle-Schnur hat also den Vorteil, dass sie nicht verbrennen kann. Bis 1300 Grad knapp erhitzt werden kann. Ich könnte jetzt hier also ein 3-Burn durchführen. Das heißt also, wenn ich die Coils jetzt ausbrennen wollte, so wie ich das auch schon mal gezeigt habe, dann kann ich das natürlich auch machen, ohne dass ich also diese Glaswolle-Schnur rausziehe. Die wird einfach mit erhitzt. Und so wurde das vor 3, 4, 5 Jahren also gemacht. Oder konnte man machen. Erstmal trockendampfen und dann richtig schön durcherhitzen und dann unter kaltem Wasser absprengen die Schlacke. Und die Schnur kann man zur Not hin und her ziehen und dann ist die Schnur sauber, ohne dass sie verbrannt ist sozusagen. Und die Wicklung ist auch wieder sauber. Das werde ich dann mal machen irgendwann. Jetzt bin ich aber gerade, sind die noch relativ neu. Sieht man so nicht. Und geschmacklich ist die Glaswolle meines Erachtens immer noch um Längen besser als Watte. Egal was für eine Watte. Und was du hier hast, dann ein 3-Hit hast du hier allerdings auch. Trockendampfen, ne? Das heißt also, wenn da kein Liquid mehr drin ist, dann kann das schon mal wehtun, wenn die trocken gedampft wird. Ansonsten ist dieses, wie sagt man, diese Drainagewirkung von der Glaswolle um Längen besser. Sehr schwer, relativ schwer zu wickeln, weil früher wurde also erst die Glaswolle genommen und da wurde der Draht drum gewickelt. Das waren aber früher noch Dünnchen, die Drähte. Die hatten 0,3 mm Durchmesser, die konnte man drum wickeln. Jetzt die neuen Drähte, die kann man dann nicht mehr drum wickeln. Da müsste man dann wieder was zum Stützen nehmen. Ich habe die jetzt tatsächlich durchgezogen. Drei oder zwei Schlingen habe ich gemacht. Das heißt drei Lagen Glaswolle um Draht gewickelt und den mit dem Draht dann durch die Coils gezogen. Das geht auch. Besser wäre gewesen, viere, dann würde es besser anliegen. Spielt hier aber halt eben keine Rolle, weil es nicht verbrennen kann. Dampft natürlich genauso wie Watte. Mindestens. Und der Geschmack ist klarer. Jetzt müsste man sich mal schlau machen, wenn ich jetzt eine 3,5er Wicklung mache, also die einen Innendurchmesser von 3,5 hat, ob es da nicht auch Glaswolle-Schnur gibt, die vielleicht wirklich mal 3,5 mm hat. Oder so. Das wäre natürlich interessanter. Nicht nur so eine Dünnchen hier. Das ist ja auch so eine dünne Schnur, so wie diese Wollschnur, die es auch mal gab. Aber da finde ich die Förderleistung dann fürs Liquid auch nicht so pralle. Also hier ist die Förderleistung enorm. Wenn man da die trockene Glaswollschnur hat und dann drauf tröppelt, dann ist die sofort durch sie. Zack. Das geht ruckzuck. Glaswollschnur. Wer jetzt also irgendwie mal was anderes ausprobieren will, ruhig mal wieder zu der altbewährten Glaswollschnur greifen. Ja, und das soll schon wieder gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, dann, Leute.